Ein Designersofa 2700 Euro. Ein Designerteppich 1200 Euro. Eine Designer-Stehleuchte 800 Euro. Mehrere Designer-Tischchen und Designer-Stühle zusammen 1700 Euro. Eine Luxus-Wohnlandschaft für insgesamt 6600 Euro. Mitten auf einem Bremer Gerichtsflur, mutmaßlich rechtswidrig bezahlt mit Steuergeldern. Ausgerechnet die Verwaltungsgerichtsbarkeit soll sich weder an Vergabe noch Haushaltsrecht gehalten haben. Aufgrund unserer Recherchen hat der Landesrechnungshof den Fall Designermöbel an Bremer Gerichten jetzt genauer geprüft. Die Prüfmitteilung liegt uns exklusiv vor. Darin werden die Gerichte dezidiert gerügt. In dem Prüfbericht heißt es, dass repräsentative Designanschaffungen im Haushalt beantragt werden müssen. Das sei aber nicht erfolgt. Außerdem hätten die Gerichte die Möbel auch noch ohne ordentliches Vergabeverfahren gekauft. Sie haben damit gegen § 5 Tariftreue und Vergabegesetz verstoßen. Auf Nachfrage sagt der Landesrechnungshof heute noch nichts zu dem Fall. Die Gerichte müssten erst die Möglichkeit haben, sich zu der Prüfmitteilung zu äußern. Das wolle man erst noch abwarten. Dass es auch mit weniger extravaganten Möbeln gegangen wäre, kann man in direkter Nachbarschaft sehen. 4 Stühle aus dem Gerichtskeller und ein Tisch für 295 Euro. Zu Beginn dieser Recherche haben die Gerichte eher mit Unverständnis reagiert. Man könne die ganze Aufregung eigentlich nicht verstehen. Es handle sich doch auch nicht um eine Riesensumme. Und was spräche eigentlich gegen schöne Möbel in dem sonst eher tristen Gerichtsbau? Mittlerweile sagen die Richter aber, der Landesrechnungshof habe den Hut auf. Deshalb wolle man die Möbel jetzt auch nachträglich privat bezahlen. Die Einsicht, dass man gegen Recht verstoßen haben könne, gibt es aber nicht. Also aus Ihrer Sicht kein Haushaltsverstoß, kein Vergaberechtsverstoß? Richtig, ja, richtig. Und jetzt schon gar nicht mehr, wenn wir es jetzt selber bezahlen, also aus privater Kasse bezahlen, dann wird es ja wohl erledigt sein. Aber wenn Sie es jetzt selber bezahlen, ist das dann nicht einfach auch ein Schuldeingeständnis? Sehe ich nicht so. Wir wollen einfach wieder unsere Arbeit machen und uns nicht mehr mit diesem Sofa beschäftigen. Die wenig einsichtige Haltung der Gerichte ruft beim Justizstaatsrat Unwillen hervor. Wir werden die betroffenen Präsidenten noch mal zu einer Stellungnahme auffordern. Im Lichte dieser Stellungnahme werden wir entscheiden, was wir tun werden. Theoretisch denkbare Reaktionen sind ein Strafverfahren wegen Haushaltsuntreue und oder ein Disziplinarverfahren. Gut möglich also, dass all diese schönen, aber teuren Designermöbel noch ein Fall für die Staatsanwaltschaft werden.